Hallo und willkommen zurück zu Bioshock Infinity. Und wie es aussieht, kriege ich bald Schlägerei. Boah, ist das schlimm. Jetzt geht klar. Neue Hemd, Schockjacke, bei Nahkampfschaden, 5%ige Chance Feinde in der Nähe zu schocken, fast in 2 Sekunden verwundbar und nehmen 50% Schaden. Und was habe ich jetzt drin? Boah, nein, ich nehme doch nicht der Winterschild raus, bist du wahnsinnig? Komm, schieß! Diese Skyline bringt uns zur Kabine des Propheten. Wunderbar. Ich freue mich schon. Na, da brauche ich eigentlich nichts. Hier, gut aufheben. Mach ich. Du willst reinen Tisch machen, falscher Hirte. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden.
Können schon. Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm? Oh. Ja, ich bin gleich bei dir. Siphon. Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch, hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt! Lassen Sie mich! Los! Frag den falschen Hirten! Ach, sie ist deine Tochter, du Dreckskerl! Und du hast sie im Stich gelassen! Was das wär's? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Booker! Ihr sperrt sie ihr Leben ein. Booker! Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf! Du hast ihn getötet. Was hat er gemeint? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur öffnen. Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. Aha. Okay, jetzt ist der Arschloch schon tot. Atschgeloche. Auf. Was hat das Schloss jetzt eigentlich gehabt? Ist hier in der Mitte gewesen? Egal. Käfig. Käfig, was hat das? Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia. Cage! Käfig auf Englisch! Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist! Booker? Sie sagten, sie wüssten, was kommt! Booker! Hast du das vorhergesehen, alter Mann? Wir müssen uns bereiten. Hast du das vorhergesehen, Prophet? Du setzt deine Tochter nicht auf den Thron! Wir schicken sie ins Grab! Wir müssen ihn ansingen! Elizabeth, hör auf! Es ist für die Totenbucke! Ein Lied!
Psst, ist ja gut. Ich bin hier. Wirst du mir helfen? Du musst mich beschützen. Tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Los, 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 los! Booker, er hilft uns! Wir können ihn gegen die Vox-Flotte einsetzen! Booker, Raketen! Ja, okay, aber erst das nächste Mal. Tschüss, tschüss!